der Tagesordnung jetzt weiter vorne auf beim Tagesordnungspunkt 8, die Schaffung von Unterbringungskapazitäten. Wir haben hier einen interfraktionellen Änderungsantrag Grüne, Linke, SPD und einen Ergänzungsantrag AfD. Das können wir in der Fraktionsrunde machen, soweit. Die Fraktionsrunde würde Fraktionen, die machen wir als Einbringung, okay? Gut, dann würden wir zunächst den interfraktionellen Änderungsantrag einbringen. Wer stellt ihn vor? Frau Siebeneicher und dann Frau Dr. Schöps für die AfD. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, liebe Dresdnerinnen und Dresdner und auch hier Neuankommende. Die hohe Zahl an Geflüchteten aus der Ukraine und auch aus anderen Regionen unserer Welt stellt unsere Stadt im Moment vor große Herausforderungen. Und wir müssen als Stadtrat zügig darauf reagieren. Aktuell sind über 6.000 Menschen angekommen in unserer Stadt. Bis Ende April werden 8.500 erwartet und bis Ende des Jahres über 10.000 Menschen. Und dennoch möchte ich den Moment, bevor wir über die Vorlage und auch über den Änderungsantrag reden, möchte ich den Moment noch mal nutzen, um Danke zu sagen. Danke für das private Engagement, danke für die vielen Helfenden, denn 3/4 der Menschen aus der Ukraine, die gerade zu uns kommen und hier Schutz suchen, werden derzeit privat aufgenommen. Das ist eine unheimlich hohe Zahl und die ist wirklich beeindruckend. Und ich weiß, dass viele der Ehrenamtlichen weit mehr machen, als einfach ein Zimmer zur Verfügung zu stellen. Sie helfen schon jetzt, unsere Stadt besser kennenzulernen. Sie helfen, Deutsch zu lernen. Sie helfen bei der Registrierung und beim Kennenlernen anderer Menschen hier. Dieses Engagement muss unterstützt werden. Und insofern bin ich dankbar, dass wir als Stadt jetzt auch eine Gastfreundschaftspauschale haben in Höhe von 5 € pro Person und Tag und damit auch die private Unterkunft unterstützt wird. Nun zur Vorlage. Die Eilvorlage zur zügigen Schaffung von über 1.000 Plätzen in angemieteten Hotels ist in der aktuellen Situation durchaus notwendig. Da stimme ich dem Bericht des Oberbürgermeisters, der zu Beginn der Stadtratssitzung war, voll und ganz zu. Und das ist notwendig, weil der Platz in den privaten Unterkünften trotz des hohen Engagements in den Wohnungen der Stadt und in den Gemeinschaftsunterkünften im Moment einfach nicht ausreicht. Und auch die Belegung in den Turnhallen ist auf Dauer keine Lösung. Insofern werden wir Grüne der Vorlage zustimmen. Wir sehen auch Bedarf, über die kurzzeitige Anmietung der Hotels hinaus jetzt über neue, dauerhafte städtische Einrichtungen ganz konkret ins Gespräch zu kommen. Die Verwaltung schlägt uns in der Vorlage 2 Standorte vor, mit bis zu 250 Plätzen und wir sollten dazu auch sehr bald einen Beschluss treffen. Denn wir haben in Dresden keine Notfallkapazitäten in den letzten Jahren mehr gehabt und das merken wir jetzt. Und wenn wir nicht immer wieder in die Not kommen wollen, wenn die Flüchtlingszuströme zunehmen, dann in Turnhallen oder anderweitig provisorisch unterbringen zu müssen, dann sollten wir eine Entscheidung über neue städtische Gemeinschaftsunterkünfte treffen. Und ich möchte schon jetzt unseren Baubürgermeister Stefan Kühn bitten, noch mal kurz Stellung zu nehmen. Denn wir haben gestern im Finanzausschuss ja über diesen Punkt anders abgestimmt, eine andere Mehrheit bekommen und die Planungsmittel genau für diese 2 städtischen Gemeinschaftsunterkünfte haben wir jetzt im Beschluss, in dem Beschluss, der jetzt zu treffen ist, nicht mehr drin. Ich möchte nun den Änderungsantrag noch einbringen und möchte sagen, dass wir bei der Unterbringung natürlich weiterhin darauf achten müssen, dass wir menschenwürdig unterbringen. Und wir haben uns hier in Dresden sehr gute Standards in den letzten Jahren gemeinsam politisch aufgebaut. Menschenwürdig heißt, dass wir auf die besonderen Bedürfnisse der Menschen achten, die hier zu uns kommen. Und das sind im Moment vor allem Frauen, alleinreisend, mit oder ohne Kinder. Es sind Schwangere, es sind ältere Menschen, Senioren oder Menschen mit Behinderungen. Und auch wenn wir in Hotels unterbringen und das vermeintlich komfortabel auf den ersten Blick wirkt,
so müssen wir doch sehr genau hinschauen, dass diese auch Hotelstandorte den Bedarfen gerecht werden. Das heißt, dass sie barrierefrei sind. Das heißt, dass sie auch für die Bedürfnisse von Kindern ausgelegt sind, zum Beispiel mit extra Zimmern für eine Kinderbetreuung und auch mit Hausaufgabenzimmern und Ähnlichem. Und genau das wollen wir mit dem Ergänzungsantrag heute noch einmal zur Abstimmung bringen. Und ich hoffe, dass wir heute eine Mehrheit dafür kriegen. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich glaube, dass wir in der Zukunft weiterhin kreativ sein müssen. Wir schaffen jetzt zusätzliche Plätze, aber wir brauchen noch weit mehr. Und wir sollten mit den Umlandgemeinden darüber ins Gespräch kommen, wie wir auch dort Wohnraum nutzen können, wie auch dort Geflüchtete neue Wohnungen finden, denn der Wohnraum, der bezahlbare Wohnraum in Dresden ist sehr knapp. Ich glaube, wir sollten hier neue kreative Wege suchen und bitte die Verwaltung, auch das mitzunehmen und weiter zu beraten. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einbringung des Änderungsantrags. Den Änderungsantrag der AfD bringt Frau Dr. Schöps ein. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich finde es angenehm, dass man mit anderen Teilen des Stadtrates so ganz so fern gar nicht auseinanderliegt. Wir haben nämlich im Nachgang der Finanzausschusssitzung gestern auch noch einen Ergänzungsantrag, einen weiteren Beschlusspunkt formuliert. Den stelle ich jetzt kurz vor. Und zwar wollen wir den Oberbürgermeister beauftragen, die Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine so zu gestalten, dass für Frauen, also für alleinreisende Frauen mit und auch ohne Kinder, die Sicherheit besonders gewährleistet. Es ist nämlich das Problem, dass es in anderen Städten, gerade in Düsseldorf, zu Übergriffen gekommen ist. Es gab eine Vergewaltigung und wir wollen gerne die Unterbringungsmöglichkeiten so ausgestalten, dass es von vornherein gleich so angelegt ist, dass man solche Sachen überhaupt gar nicht mehr befürchten muss. Bei der Anmietung der Objekte, um die es hier geht, muss daher auf solche Sachen schon geachtet werden. Dann war im Finanzausschuss auch noch das Thema eines Sonderkündigungsrechts für die Objekte in der Diskussion. Es wurde zwar von der Verwaltung uns zugesichert, dass das so in die Verträge reinkommt, aber wir wollen es doch lieber im Antrag mit beschlossen haben, denn es steht dort bis jetzt in der Verwaltungsvorlage nicht drin. Wir wissen ja, dass es teilweise schon jetzt Rückkehrer gibt in die Ukraine, nicht nur aus Deutschland, auch aus Polen und anderen Aufnahmestaaten. Und wir wissen auch nicht, inwieweit sich der Krieg jetzt noch vorzieht, ob es da irgendwie vielleicht doch bald eine Verhandlungslösung gibt, ob da wieder viele zurückgehen, ob es vielleicht noch schlimmer wird, kann man alles nicht sagen. Aber falls die Kapazitäten, die wir hier anmieten, nicht mehr gebraucht werden, dann wollen wir auch möglichst schnell aus den Verträgen wieder rauskommen. Dann wollen wir den Oberbürgermeister beauftragen, Maßnahmen zu ergreifen, um die nicht residenzpflichtigen Flüchtlinge auf leerstehende Wohnungen im Umland umzulenken. Das soll natürlich kein Zwang sein, aber soll halt auch eine gewisse Beratung der Stadt für diese Menschen erfolgen, um ihm eben zu sagen, ja, ich meine, in Dresden wäre er jetzt vielleicht in einem Hotel oder in einer Gemeinschaftsunterkunft, aber in Sebnitz oder Freital oder Bannewitz oder was weiß ich, in der Lausitz, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, in eine leerstehende Wohnung zu beziehen und dadurch eben bessere Lebensbedingungen als in einer Gemeinschaftsunterkunft und in einem Hotel. Dann letztlich, das ist ein Kernpunkt der AfD, wollen wir beim Freistaat Sachsen natürlich erreichen, dass ausreisepflichtige Asylbewerber, die es natürlich immer noch auch in Dresden gibt, möglichst schnell jetzt abgeschoben werden, um eben dort die räumlichen wie finanziellen und personellen Kapazitäten jetzt für ukrainische Flüchtlinge nutzen zu können, die das einfach dringender benötigen als Leute, die halt nicht mehr in Deutschland sein dürften. Das waren die wesentlichen Punkte unseres Antrages. Und Herr Laczynski wird dann in der Fraktionsrunde zum Thema dann noch ausführlicher sprechen. Vielen Dank. Wir steigen damit in die Fraktionsrunde ein. Fraktion Die Linke, Frau Barkow, bitte.
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, uns ist allen klar, dass wir uns gerade in einer absoluten Ausnahmesituation befinden und entsprechend auch die Beschlüsse und Vorlagen äußerst schnell erarbeitet wurden und auch einige Ausnahmen beinhalten. Ich möchte kurz eingehen auf meine Kollegin Tina Siebeneicher, die hat den Änderungsantrag in der Fraktionellen von Grünen, SPD und Linken schon eingebracht. Tatsächlich ist es gerade so, dass fast 5.000 Personen, die aus der Ukraine nach Dresden gekommen sind, bei privaten Gastgeberinnen und Gastgebern leben. Das ist wirklich enorm. Aber trotzdem brauchen wir darüber hinaus Unterbringungskapazitäten, das ist ja klar. Denn auch das ist zumindest allen, die im Sozialausschuss oder in dem Sozialbereich tätig sind, bekannt. Schon vor Beginn des Krieges in der Ukraine waren die Kapazitäten der Unterbringungseinrichtungen nahezu erschöpft, weil auch vorher gab es schon großen Zustrom von Geflüchteten aus verschiedenen Ländern. Jetzt ist natürlich in der aktuellen Situation die Zahl noch mal deutlich angestiegen, insbesondere von Personen aus der Ukraine. Deswegen brauchen wir natürlich jetzt zusätzliche Unterbringungskapazitäten, die wir vor allen Dingen auch schnell nutzen können. Derzeit befinden sich jeweils 600 Personen in der Messe oder auch in Turnhallen und wohnen dort hoffentlich auch nur kurzfristig, wenn wir die Vorlage heute so beschließen können. Denn klar ist es, das Ziel muss es auf jeden Fall sein, dass Menschen nicht in Turnhallen oder Messehallen untergebracht sind, sondern eine Tür haben, die sie auch hinter sich zumachen können. Gerade, also eine Turnhalle ist niemals ein Ort, an dem man gut ankommen kann oder zur Ruhe kommen kann, aber gerade in der jetzigen Situation, wo viele Familien mit Kindern kommen, ist das natürlich noch mal viel dringlicher. Daher ist es wirklich auch sehr erfreulich, dass es gelungen ist, ganze Hotels anzumieten, beziehungsweise dass die Vorlage vorsieht, diese Anmietung zu ermöglichen, in der Hoffnung, dass das so dann auch tatsächlich realisiert werden kann. An der Stelle ein kurzer Rückblick in das Jahr 2015. Da hatten wir ebenfalls eine Situation, wo in kurzer Zeit sehr viele Menschen nach Dresden gekommen sind und untergebracht werden mussten. Und damals haben wir über Container geredet. Hotels sind natürlich eine enorme Verbesserung. Es ist tatsächlich ein großer Unterschied zu damals. Es ist tatsächlich aber auch einfach eine große Verbesserung, die jetzt in der Situation dann für die Menschen, die nach Dresden kommen, wo auch immer her, zur Verfügung stellen. Auch wenn natürlich Hotels nicht dafür ausgerichtet sind, dass Menschen dort dauerhaft wohnen, das ist klar, denn in der Regel gibt es da keine Kochmöglichkeit. In der Regel sind Hotels für ein bis zwei, also Hotelzimmer für ein bis zwei Personen ausgerichtet. Jetzt gerade werden diese ein bis zwei Personenzimmer eher von Familien genutzt, die dann Kinder haben und man überlegen muss, wie man sinnvoll dort sich verteilen kann. Und genau deswegen haben wir in dem interfraktionellen Änderungsantrag auch nochmal ganz explizit die Grundfesten für eine gute und würdige Unterbringung, die wir 2017 hier im Stadtrat beschlossen haben, nochmal hervorgehoben, auch in der aktuellen Krisensituation. Denn gerade in Hotels müssen wirklich auch Räume zur Verfügung stehen, jenseits der Schlafräume, dass man nämlich dort die Kinder spielen können, Hausaufgaben, was weiß ich, irgendwas Schulisches machen können, dass dort auch Beratungen stattfinden können, psychosoziale Beratung, Sozialberatung etc. Also auch und gerade jetzt für Menschen in akuten Notsituationen. Und noch eine Festlegung, die wir im Jahr 2017 getroffen haben, war eine Begrenzung der Personenzahl pro Sammelunterkunft. Damals haben wir gesagt, maximal 65 Personen etwa sollten in einer Sammelunterkunft untergebracht werden, damit es eben nicht zu viel wird und dann auch gar nicht mehr richtig, es ist einfach sinnvoll, da keine Großunterkünfte zu schaffen. Auch das war gut und richtig und ein guter Standard. Trotzdem ist es natürlich in der jetzigen Situation einfach eine Ausnahmesituation. Wir haben absolutes Verständnis dafür, dass wir von diesen Grundsätzen abweichen müssen. Das ist völlig klar. In der Vorlage ist ja auch von einem Hotelstandort mit 500 Plätzen, mit ein bisschen mehr als 500 Plätzen sogar die Rede. Logisch, in der jetzigen Situation müssen wir einfach erstmal dafür sorgen, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben und das möglichst schnell und so gut es eben geht. Aber der Änderungsantrag zielt ja vor allem auch darauf ab, die Verwaltung darin zu bestärken,
die Bemühungen, die man jetzt ja schon sehen kann, dass eben jetzt gerade auch schon versucht wird, das so gut wie möglich einzurichten und für die Ankommenden die bestmögliche Situation hier zu schaffen, dass genau in dem Bestreben die Verwaltung auch bestärkt wird und auch bestätigt wird, dass eben gerade jenseits der Quadratmeteranzahl und des Schlüssels für die Tür eben noch mehr notwendig ist, um sich einigermaßen einrichten zu können in der ersten Zeit. Deswegen sehen wir das hier tatsächlich als Bestätigung und Bestärkung, diesen Änderungsantrag. Und es wäre ganz extrem wichtig, dass wir den heute auch so beschließen. Einen letzten Punkt hätte ich noch, dann muss ich keine zweite Rede, halten. Richtig, und zwar betrifft das die Abweichung von der maximalen Personenzahl pro Einrichtung. Hatte ich schon erwähnt, das verstehen wir völlig, dass das jetzt gerade so sein muss. Aber wir wollen gerne, so ist es formuliert in der Änderung, dass befristen, dass wir sagen, okay, jetzt gerade weiß einfach niemand, wie viele Menschen werden noch kommen, wie lange werden sie bleiben, wie wird es weitergehen in der Ukraine, weiß jetzt gerade einfach niemand, aber in einem halben Jahr, wenn auch die ersten Mietverträge der Hotels aus der Vorlage geplant schon wieder am Ende wären, haben wir vielleicht eine neue Situation, können es vielleicht anders überblicken, deswegen möchten wir gerne, dass wir in einem halben Jahr nochmal darüber beschließen, um zu gucken, ob wir immer noch in einer Ausnahmesituation sind, die es auch rechtfertigt, Ausnahmen von Sozialstandards an dieser Stelle zu machen, oder ob sich die Situation dann schon anders darstellt und wir wieder ein Stück weit dahin zurückkehren können, dass neben der Quantität auch die Qualität in den Vordergrund gerückt wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Barkow. Für die SPD-Fraktion Herr Drews, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die erste und wichtigste Priorität ist und war, dass die Menschen, die in Dresden ankommen, ein Dach über dem Kopf haben und ein Bett. Und auch ich möchte mich dem schon jetzt mehrfach geäußerten Dank anschließen an die vielen Dresdnerinnen und Dresdner, die Privatmenschen aufgenommen haben. Genauso aber auch ein Dank an die Stadtverwaltung, die es in einem großen Kraftakt möglich gemacht hat, zumindest eben erstmal über die Nutzung von Turnhallen bzw. der Messehalle die notwendigen Kapazitäten zu schaffen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo es heißt, die Leute müssen wieder raus aus den Turnhallen, aus der Messehalle und sukzessive sicherlich auch aus den privaten Unterbringungen, weil es jetzt eben darum geht, dass die Menschen erstmal eine dauerhafte oder eine längerfristigere Bleibe finden müssen. Und natürlich gehört es da dazu, dass das qualitativ ordentlich passieren muss. Und natürlich ist eine Unterbringung in einem Hotel oder einem Hotelzimmer deutlich besser als in einer Turnhalle oder einer Messehalle. Und auch wenn es uns Geld kostet und sicherlich auch nicht wenig Geld kostet, wie in der Vorlage ja auch ersichtlich wird, ist das eine richtige und wichtige Entscheidung, die wir selbstverständlich als SPD-Fraktion auch mittragen und unterstützen werden. Ein bisschen einen differenzierteren Blick würde ich gerne nochmal auf das Thema Bestandsimmobilien werfen. Da wird uns oder wurde uns mit der Originalvorlage vorgeschlagen, jetzt im Eilverfahren ein Gebäude zu ertüchtigen bzw. das zu planen, das von Altlasten befallen ist und wo die bisherigen Überlegungen waren, dort eine Schule reinzumachen, wo man dann die Entscheidung getroffen hat, wegen den Altlasten funktioniert das nicht. Und jetzt ist die Aussage in der Vorlage, es reicht 6 Millionen Euro in die Hand zu nehmen und dann können wir da eine Flüchtlingsunterkunft draus machen. Da entstehen bei uns Fragezeichen, warum sozusagen erst gesagt wird, wir können es wirtschaftlich nicht darstellen, dort eine Schule reinzumachen, aber jetzt sind die Kosten gar nicht so hoch und dann ist es für Geflüchtete geeignet. So schnell kann man da aus unserer Sicht nicht drüber entscheiden. Genauso, wenn wir auf das Thema der Größe dieser Einrichtung gucken, mit, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, in der Vorlage 88 bis 117 Plätzen, liegen wir auch deutlich über dem, was wir hier als qualitativen Beschluss mit höchstens 65 Plätzen in dieser Stadt schon mal gefasst haben. Und wenn ich mir den Realisierungshorizont angucke, dass wir dort baulich erst mal rangehen müssen und irgendwie frühestens in 3 oder 4 Jahren die Gebäude tatsächlich nutzbar wären, dann ist hoffentlich zumindest die jetzt akute Krisensituation vorbei und dann gelten hoffentlich auch wieder unsere qualitativen Kriterien, die wir für eine Unterbringung von geflüchteten Menschen in dieser Stadt festgelegt haben. Und deswegen entstehen auch da bei uns Fragezeichen und deswegen hat die SPD-Fraktion gestern im Finanzausschuss eben diese Änderung oder Ersetzung dieses Punktes beantragt, dass wir über diese zwei Standorte bei den Bestandsimmobilien gern nochmal
im Konkreten und mit ein kleines bisschen mehr Ruhe sprechen wollen. Und ich glaube, wenn wir einen Realisierungshorizont von 3 bis 4 Jahren haben, haben wir die Zeit auch, jetzt tatsächlich nochmal genauer drauf zu gucken und eben auch mit der Stadtverwaltung zu diskutieren, wie das dort werden kann. Und deswegen eben die Aufforderung, diese beiden Objekte nochmal in einer separaten Vorlage mit einem ordentlichen Gremienlauf zu bringen. Und dann kann man da auch über alles reden. Aber ich glaube, die Zeit sollten wir uns an dieser Stelle nehmen. Ein Augenmerk möchte ich auch nochmal auf das Thema Qualität der Unterbringung werfen. Auch ich finde es nachvollziehbar, und das ist in der jetzigen Situation einfach so, dass wir die qualitativen Festlegungen zur Unterbringung von geflüchteten Menschen zeitlich befristet aussetzen müssen. Aber wir müssen sie eben auch tatsächlich zeitlich befristet aussetzen und jetzt nicht den Ausstieg aus dem damaligen Beschluss machen und keinen Zeithorizont nennen, wo wir wieder zu ihm zurückkehren. Deswegen der interfraktionelle Änderungsantrag. Und ich möchte auch noch mal ein Augenmerk auf den Punkt 10, der durch den interfraktionellen Änderungsantrag ergänzt werden soll, werfen, der noch mal das Thema auch Unterbringungsqualität in den einzelnen Zimmern thematisiert. Und ich meine, wenn man sich jetzt einfach mal das Gedankenexperiment, Herr Krüger und Herr Zastro kommen aus der Ukraine, kennen sich nicht, kommen nach Dresden und werden in einem Hotelzimmer untergebracht, in dem es ein Doppelbett gibt, was man nie auseinanderschieben kann. Haben Sie da Bock drauf? Haben Sie da wirklich Bock drauf? Und das ist die nächsten 2 Jahre dort so zu leben. Und das ist aber das, was wir im Zweifelsfall jetzt den geflüchteten Menschen, die hier zu uns kommen, zumuten, wenn wir die Ergänzung, die qualitative Ergänzung eben nicht machen. Und deswegen ist dieser Punkt aus unserer Sicht so wichtig, nicht nur mit Blick auf besonders schutzbedürftige Menschen, wo jetzt auch gerade verstärkt viele kommen, die auch, Frau Barko hat es schon gesagt, Rückzugsräume brauchen, die Räume brauchen, wo Beratungen stattfinden können oder wo Hausaufgaben gemacht werden können für die Kinder. Es geht eben auch darum, dass wir nicht wildfremde Menschen dazu zwingen, die nächsten 2 Jahre in einem Doppelbett zu übernachten, was man nie auseinanderschieben kann. Ich glaube, das wäre der ganzen Sache nicht angemessen. Deswegen möchte auch ich noch mal sehr stark für den interfraktionellen Änderungsantrag werben und hoffe da auf eine breite Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Drees. Für die FDP-Fraktion, Herr Blödner, bitte. Ja, sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vorneweg, es ist notwendig und richtig, dass wir als Stadt versuchen, schnellstmöglich ausreichend Unterbringungskapazitäten zu schaffen und Flüchtlinge nicht in Turnhallen unterzubringen. Wir sollten bei solchen Ad-hoc-Vorlagen aber auch immer etwas genauer hinschauen, ob es in der Form die richtige Lösung ist. Und da sind die Anmietungen der unterschiedlichen Hotels doch sehr unterschiedlich von den Konditionen, insbesondere wenn man mal durchrechnet, was die Unterbringung je Person kostet. Die ursprüngliche Vorlage hat aus unserer Sicht 2 Schwachstellen. Einerseits ist ein Objekt mit über 1.800 Euro pro Person und Monat doch deutlich überteuert. Da sind gerade bei Doppelzimmerbelegungen auch jenseits von dem, was aus unserer Sicht argumentierbar ist. Andererseits ist die ursprünglich geplante langfristige Ertüchtigung von 3 Objekten als Standby-Unterbringungskapazitäten mit einem Umsetzungshorizont von 4 Jahren ohne konkrete Planung und Überblick über die Möglichkeiten in dieser Form für uns nicht machbar. Entsprechend ist die Änderung auf Initiative der SPD, dies separat in einem neuen Antrag genauer zu analysieren, richtig und wurde auch so im Finanzausschuss übernommen. Das hat einen Umfang, der nicht in der Form wie vorgeschlagen ad hoc entscheidbar ist. Die Zeit muss man sich nehmen und der Vorschlag ist so in einer separaten Vorlage richtig. Es ist auch sicherlich nicht gut, es soll ja um die Ad-Hoc-Hilfe hier gehen und um das, was man ad-hoc tun muss. Und gerade solche langfristigen Themen müssen wir uns extra anschauen. So, dann zum interfraktionellen Änderungsantrag von Rot-Rot-Grün. Der widerspricht sich ja eigentlich ein ganzes Stück selber. Den lehnen wir als Ganzes ab. Für uns ist wichtig, dass wir zuerst die Turnhallen und Messen wieder leer bekommen und ordentliche Unterkünfte haben. Wenn wir zwischendurch schon zu hohe Standards setzen, heißt es, dass wir weitere Turnhallen stattdessen in Betrieb bleiben. Wir können nicht gleichzeitig sagen, wir wollen die Turnhallen leer bekommen, aber können nur weniger Leute pro Zimmer und Ähnliches unterbringen. Erstmal ist alles besser als die Turnhallen und dann schauen wir, dass wir sukzessive die Standards erhöhen. Das heißt für uns, wir müssten erst den ersten Schritt gehen und können dann den zweiten. Wenn wir die Turnhallen und die Messe leer haben, dann sollten wir auch über die Standards reden. Aber das muss die Priorität sein und entsprechend ist der Ergänzungsantrag von Rot-Rot-Grün kontraproduktiv.
Bei der Beschlussfassung möchte ich darum bitten, den Punkt 4 vom Ausschussvotum separat abstimmen zu lassen. Das ist der vom neuen federführenden Ausschussbericht, Fritz-Meinhardt-Straße. Das ist der, den wir ausgrund der überhöhten Kosten ablehnen werden. Für den Rest entsprechend Zustimmung zum federführenden Ausschussvotum und Ablehnung des interfraktionellen Änderungsantrags, damit wir schnellstmöglich in der Lage sind, die Geflüchteten gut und sicher unterzubringen. Dankeschön. Vielen Dank für die Dissidenten. Herr Schmählich, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, wieder einmal müssen wir uns hier in diesem Stadtrat mit den Folgen eines verbrecherischen Krieges beschäftigen. Eines Krieges, der vom russischen Präsidenten angezettelt wurde oder in aller Brutalität geführt wurde, wie 2015 in Syrien, als auch die Fluchtbewegung genau diese Ursache eines putinschen Angriffskrieges hatte. Wenn ich an den Dezember 2015 erinnere, so tue ich dies auch, weil damals etwas Bemerkenswertes passiert ist. Wir waren in der Notsituation, ganz viele Menschen ganz schnell unterzubringen. Und dennoch hat der Stadtrat sich mutig diese Vorlage angeschaut, der Verwaltung, und hat nicht weniger als knapp 40 Millionen aus dieser Vorlage herausgestrichen. Der damalige Finanzbürgermeister sprach von der zittrigen Hand des Stadtrates. Diese zittrige Hand hat sich aber als eine mit viel Fingerspitzengefühl herausgestellt. Denn tatsächlich haben wir damals mit dieser Entscheidung hier von Rot-Grün-Rot, das muss ich auch noch mal so in Erinnerung, gegen die andere Seite des Stadtrates der Stadt viel Geld gespart. Ich weiß, Geschichte wiederholt sich nicht und ich denke, die Stadt ist auch 6 Jahre reifer und an Erfahrungen reicher geworden. Wir können viele Dinge in diesem Konflikt und in der Notwendigkeit, Menschen unterzubringen, nicht beurteilen. Wir wissen nicht, wie lange sie bei uns bleiben. Wir wissen ganz genau, dass wenn es eine Rückkehrperspektive gäbe, und ich bin immer noch ein hoffnungsvoller Mensch, wahrscheinlich liegt das an der Karwoche, dann würden diese Menschen in einer riesengroßen Mehrheit wieder zurückgehen, selbstverständlich. Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass wir auch für den anderen Fall gerüstet sein müssen. Klar ist auch, dass Turnhallen und die Messe keine Dauerzustände sind und nur für kurze Zeit angelegt sind. Aber, und darauf möchte ich hinweisen, auch Gemeinschaftseinrichtungen und Unterbringungen in Hotels sind angesichts gerade des hohen Anteils auch von älteren Menschen und von Kindern kein Dauerzustand. Und sie sind zusätzlich, und darauf muss ich in dem Zusammenhang hinweisen, auch teuer. Einige, die hier in der Vorlage ausgewählt wurden, Herr Blödner hat es ja auch schon mal bemerkt, sind so teuer, dass man dafür Luxuswohnungen anmieten könnte. Ich gestatte mir mal den Hinweis, Gustav-Heinemann-Straße pro Kopf kosten 481 Euro, Karl-Marx-Straße pro Kopf 1213 Euro im Monat, Hansastraße 557, Fritz-Meinhardt-Straße 1800 Euro pro Kopf, Münzgasse 782. Das ist sogar nur der rechnerische Wert, weil der nur gelten würde bei Vollauslastung, was ja auch gar nicht vorgesehen ist. Wir zahlen also für 1200 Plätze fast 1 Million im Monat. Insgesamt gesehen entsprechen diese hiermit geschaffenen 1200 Plätzen, wenn man es auf Wohnungen umrechnet, 400 Wohnungen. Also Sammelunterkünfte von 1200 Plätzen entsprechen sozusagen 400 Wohnungen. Nun sagt Frau Dr. Kaufmann, die Wohnungssituation in Dresden ist so, dass wir keinen preiswerten Wohnraum haben. Das mag ja sein, das ist auch richtig so. Aber die Frage ist ja, was heißt denn in dem Zusammenhang preiswerten Wohnraum, wenn von den Kosten, die wir im Hotel haben, auch eine Wohnung, die 2000 Euro kosten würde, weiß Gott, kein preiswerter Wohnraum, immer noch billiger wäre als das, was wir in dem Hotel anstreben. Und ich habe gestern im Finanzausschuss deutlich gemacht, dass wir auch die Chance hätten, eben genau mit den
Landgemeinden in eine Kooperation zu treten. Es ist auch von anderen Rednerinnen und Rednern erwähnt worden, dass das ein Schritt wäre, um hier tatsächlich auch bedarfsgerecht diese Menschen unterzubringen. Und ich glaube, dass jemand, der aus der Ukraine geflüchtet ist, mit Kind, mit vielleicht Großeltern oder Eltern, vor die Frage gestellt, ziehst du vielleicht ein bisschen außerhalb Dresdens oder willst du in einem Hotel die ganze Zeit untergebracht sein, diese Frage beantwortet. Deshalb sage ich in aller Deutlichkeit, ich verstehe, dass in der jetzigen Notsituation die Stadt hier versucht hat, Lösungen zu finden. Und ich glaube, dafür muss man auch den entsprechenden Verantwortlichen dankbar sein. Und dennoch sage ich, die Chancen sind nicht komplett ausgenutzt. Und gerade diese Möglichkeit der dezentralen Unterbringung, was in Dresden immer ein Herzstück unserer Unterbringungspolitik gewesen ist, ist meines Erachtens, das sieht man auch in den Darstellungen, die gestern gemacht wurden, unzureichend ausgenutzt worden. Aus dem Grunde werden wir uns bei den Punkten, die die konkreten teuren Einrichtungen betreffen, heute in der Abstimmung enthalten. Vielen Dank. Freie Wähler, Herr Genschmar. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich mache es gleich von der Seite. Wir werden uns bei der Vorlage enthalten. Ich möchte das ganz kurz begründen. Meine Kollegin Susanne Dagen war gestern im Finanzausschuss, hat dort auch miterlebt als Sozialpolitikerin unserer Fraktion, dass auch der Sozialausschuss sowie der Integrations- und Ausländerbeirat dort nur als Gäste geladen waren, dass sie zu dieser wichtigen Vorlage nie abstimmen konnten, haben heute auch noch mal ein Kritikpunkt vom Integrations- und Ausländerbeirat zu diesem Vorgehen bekommen. Und aus dem Grund werden wir uns hier heute bei dieser Vorlage enthalten. In der Fraktionsrunde CDU-Fraktion, Herr Krüger. Bündnis 90 Grüne, Frau Siebenmeier hatte ausgesprochen. Für die AfD-Fraktion, Herr Erzinski. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Seit Ende Februar beobachten wir infolge der militärischen Auseinandersetzung in der Ostukraine, dass Millionen von Ukrainern, vor allem Frauen und Kinder, vor dem Krieg fliehen. Ein Großteil von ihnen sucht als Binnenflüchtlinge Schutz im Westen des Landes, wo es keine kriegerischen Auseinandersetzungen gibt. Von denen, die ihr Heimatland verlassen, werden die meisten in Polen und Ungarn willkommen geheißen. In Deutschland hingegen zeigten sich schon zum wiederholten Mal Überlastungserscheinungen, obwohl gerade mal ein Bruchteil derer, die in Polen Schutz erhielten, bei uns an den Bahnhöfen und Aufnahmeeinrichtungen ankamen. Wie kann es sein, dass ein Land wie Polen, welches weniger als halb so viele Einwohner hat wie Deutschland, fast 10-mal so viele Kriegsflüchtlinge aufnehmen kann? Die Antwort darauf ist die Flüchtlingspolitik Polens seit 2015, für die dieses Land von vielen, auch ihrem Stadtrat, regelmäßig mit Moralpredigten, Verurteilungen und Sanktionsfantasien überhäuft wurde. Nachdem die Bundesrepublik mittlerweile 7 Jahre lang der liebestrunkenen Selbsttäuschung erliegt, durch die Aufnahme von Migranten aus aller Welt das Leid der ganzen Welt lindern zu können, erlebt sie jetzt, wo tatsächlich ein Krieg in direkter Nachbarschaft stattfindet, das böse Erwachen. Wir können nicht in dem Maße helfen, wie es gewünscht ist und wie es eigentlich notwendig wäre. Zwischen Polen und der Ukrainern und auch zwischen Ungarn und Ukrainern erwachsen gerade neue Völkerfreundschaften. In Deutschland hingegen sehen wir uns ständig dem Vorwurf aus der Ukraine ausgesetzt, zu wenig für die Ukrainer zu tun. Das, was sich da auf Bundesebene abspielt, spiegelt sich auch in Dresden bei den Unterbringungskapazitäten wider. Im Dezember letzten Jahres waren 1.558 Plätze in unserer Stadt mit Menschen belegt, die keinen anerkannten Schutzstatus haben und in ihr Heimatland hätten abgeschoben werden müssen. Diese so fehlbelegten Wohnungen und Unterkünfte sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir heute über die Schaffung von 1.300 neuen Unterbringungsmöglichkeiten für knapp 12 Millionen Euro im Jahr diskutieren. Wenn die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern seit 2015 konsequent durchgeführt worden wäre, müssten wir heute nicht ukrainische Kriegsflüchtlinge in Turnhallen und in der Messe zusammenfersen und könnten besser dafür sorgen, deren Aufenthalt in Dresden menschenwürdig zu gestalten. Wir hätten dann auch die Möglichkeit, die Sicherheit dieser tatsächlichen Kriegsflüchtlinge besser zu gewährleisten. Das Versagen der deutschen Flüchtlings- bzw. Migrationspolitik in den vergangenen Jahren erschwert uns jetzt die Gewährleistung der Sicherheit ukrainischer Frauen und Kinder hier in Deutschland. Die Presseberichterstattung spricht da eine eindeutige Sprache.
Ich habe in meinem Bekanntenkreis Ukrainer, die schon länger hier in Deutschland leben, die auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben. Sie berichteten, dass diese sehr dankbar für die Unterkunft und die Hilfsbereitschaft sind. Sie sagten aber auch, dass diese erklärt haben, keinesfalls einen Fuß in eine deutsche Sammelunterkunft zu setzen. Lieber würden sie wieder nach Polen oder sogar zurück in die Ukraine gehen. Haltungen wie diese sind eher die Regel als die Ausnahme bei den ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Die Generalkonsulin der Ukraine, Irina Tibinka, wies die Bundesregierung explizit kürzlich darauf hin, dass die beabsichtigte Integration von Ukrainern nicht gewünscht ist. Während die Bundesregierung schon mit neuen Integrationsgeldern um sich werfen wollte, wies sie zu Recht darauf hin, dass Asyl nur ein Schutz auf Zeit und nicht auf Dauer ist. Es ist auch nicht der Wille der meisten Ukrainer, länger in Deutschland zu bleiben, als unbedingt nötig. So titelte beispielsweise auch der RBB am 6. April, immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine zieht es in ihre Heimat zurück. Die Zahl der in Deutschland ankommenden ukrainischen Kriegsflüchtlinge nimmt seit 2 Wochen kontinuierlich ab, proportional zu den Kampfhandlungen in den betroffenen ukrainischen Gebieten. Aktuell haben wir knapp 350.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland. Die Prognose der Bundesregierung von 1,5 Millionen unterzubringenden Ukrainern bis September, aus denen sich dann laut Königsteiner Schlüssel für Dresden die 10.500 ergeben würden, wird von Tag zu Tag unrealistischer. Angesichts dieser Tatsachen halten wir es für den falschen Weg, eine aus der Hüfte geschossene Prognose der Bundesregierung als Grundlage für vertragliche Verpflichtungen über 2 oder gar bis zu 5 Jahre einzugehen und hier knapp 12 Millionen Euro kommunale Haushaltsmittel pro Jahr zu binden. Wir sollten eigentlich langsam gelernt haben, dass das Urteilsvermögen dieser Bundesregierung hinterfragt werden muss. Wir können vielleicht darauf bauen, dass die jetzigen Kosten vom Bund weitestgehend erstattet werden. Wir brauchen uns aber nicht einbilden, dass der Bund auch dann die Kosten der Stadt übernimmt, wenn diese Unterkünfte ab 2024 dann möglicherweise leer stehen und weiter bezahlt werden müssen. Überhaupt verbietet es sich, mit einer Vorlage, die kurzfristig in den Gremiengang gegeben und nur verkürzt beraten wurde, derart langfristige Mietverträge zum Beschluss vorzulegen. Aus diesem Grund beantrage ich hiermit die punktweise Abstimmung, auch für den interfraktionellen Änderungsantrag. Die Schaffung kurzfristiger Unterbringungskapazitäten mit kurzen Laufzeiten werden wir zustimmen, um die Turnhallen wieder frei zu bekommen. Mietverträge mit einer Laufzeit von 2 Jahren oder sogar bis zu 5 Jahren können wir leider keine Zustimmung geben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung von Herrn Lichti und danach würde ich gerne, Herr Dr. Schulte-Wessermann, ich wollte darauf hinweisen, ich würde ganz gerne möglichst bald Kollegen Kühn für das Schlusswort das Wort erteilen, weil wir den Punkt 12 mit einem Redner noch bräuchten und den Punkt 15 auch noch. Ich sage das nur, weil wir uns seit 22 Uhr nähern. Herr Dr. Schulte-Wessermann spricht jetzt für Herrn Lichti. Gut, also erst Herr Dr. Schulte-Wessermann, dann Herr Lichti. Gut. Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratietragenden Fraktionen, normalerweise melde ich mich nicht nach Reden von der AfD. Aber wir haben hier einen Angriffskrieg quasi bei uns um die Ecke. Es werden dort Städte komplett ausgelöscht. Es werden in riesige Häuser riesige Löcher reingeschossen. Es liegen Leichen rum. Und natürlich fliegen auch in die Westukraine die Marschflugkörper Russlands. Es ist hier eine Propaganda, wird hier von Putins Propaganda wird hier weiter fortgetrieben. Ja, es, im Westen gibt es keine Kriegshandlungen. Die Kriegshandlungen haben jetzt eigentlich schon abgenommen. Was steckt denn dahinter, wenn man sagt, die Kriegshandlungen haben jetzt schon abgenommen? Das ist doch die Geschichte von der Spezialoperation, die jetzt aufhört und dann ist jetzt Russland die Ukraine wieder frei. Das ist widerlich. Widerlich Teil 1. Widerlich Teil 2 ist noch viel schlimmer. Ja, Herr Hilbert, unser Oberbürgermeister zurzeit, hat gesagt letztes Mal, es gibt keine Flüchtlinge erster und zweiter Klasse. Und ich sage, es gibt keine Bomben, die halt irgendwie gut oder schlecht sind. Wer flieht, wer weg muss, muss Gastfreundschaft und Solidarität genießen. Und hier jetzt, bei dieser Krise, ja, bei der, wo wir hier wirklich mit Solidarität, mit Herzblut, wo wir dabei sind, wo wir jetzt mehrfach gehört haben, wie viele tausend Menschen bei Menschen zu Hause untergekommen sind. Das nehmen Sie zum Anlass, um hier jetzt in 2 Reden den Hass und die Propaganda anzufeuern. Es kotzt mich an. Herr Lichti. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte anknüpfen an das, was der Kollege Schwelig gesagt hat, nochmal hier den Versuch zu unternehmen,
die Vorlage zu modifizieren. Der Kollege Schmelich hat hier vorgetragen, dass hier die Karl-Marx-Straße mit einem Pro-Kopf-Bedarf von 1.213 Euro und die Fritz-Meinhardt-Straße mit einem Pro-Kopf-Anteil von 1.800 Euro vorgesehen sind. Das sind insgesamt 306 Plätze von 1.200. Ich würde Sie jetzt bitten, sich vielleicht doch der späten Stunde noch mal folgende Lösung zu überlegen. Wir bestätigen jetzt die Nummer 1, die Nummer 3 und die Nummer 5. Das sind die hauptsächlichen Plätze, die alle deutlich unter 1.000 Euro liegen, und stellen die Nummer 2 und 4 zurück und bitten die Verwaltung, in ein Gespräch mit den Umlandgemeinden einzutreten, ob dort eine Möglichkeit besteht, dort günstigeren Wohnraum anzumieten. Wenn das nicht gelingen sollte, sollte uns die Verwaltung das in der nächsten Sitzung wieder vorlegen. Aber ich denke, wir sollten hier nicht diese exorbitanten Summen hier einfach durchwinken. Der Kollege Krüger bittet um eine Auszeit. Die würde ich dann auch hier gerne unterstützen, dass wir vielleicht noch trotzdem 3 Minuten Auszeit machen. Ich hoffe, dass es verstanden worden ist. Also ist es klar, wir müssen die ukrainischen Flüchtlinge unterbringen, keine Frage. Aber wir können uns bei diesen 300 teuersten Plätzen, denke ich, auch nochmal 3 Wochen Zeit lassen, in der Hoffnung, dass dort auch im Umland was anzumieten ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht möglich sein soll. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lichti. Damit, es wurde ja, Moment, ihr könnt euch erst noch wieder hinsetzen. Es dauert noch. Das würde bedeuten, dass wir den Änderungsantrag interfraktioneller Art, der Ersetzungsantrag ist sowieso nur ein Punkt, und den federführenden Ausschuss alle Punkte einzeln abstimmen. Dann kommen wir zu dem gewünschten Ergebnis. Ist ja auch eben punktweise Abstimmung beantragt. Ich habe jetzt auf der Liste Herrn Blödner, Frau Siebeneicher, Herrn Laczynski und dann für Schlusswort Herrn Kühn. So, bei mir war auch nur die Bitte um kurze Auszeit vor der Abstimmung. Frau Siebeneicher. Frau Siebeneicher, wenn Sie noch wollen, dann bitte jetzt. Ich bestehe jetzt auch nicht auf dem Versprechen von vorhin, dass Sie da nicht noch machen. Sehr geehrter erster Bürgermeister, ich fasse mich kurz, aber ich möchte doch noch mal auf den Redebeitrag von Herrn Lichti eingehen. Ich habe großes Verständnis dafür, dass wir solche Entscheidungen wirklich gründlich durchdenken müssen und dass eine Eilvorlage, die wir erst am Montag im Ältestenrat hatten, am Dienstag im Finanzausschuss und heute abstimmen sollen, dass eine solche Eilvorlage uns echt vor große Herausforderungen stellt. Aber das, was jetzt hier ad hoc vorgeschlagen wurde und auch gestern nicht im Finanzausschuss thematisiert wurde, würde bedeuten, dass wir eine durchaus große Zahl, mehrere hundert Plätze nicht sicher haben, dass wir uns jetzt gegen diese kurzfristige und zum Teil auf wenige Monate begrenzte Unterbringung, dass wir auf die verzichten und dass wir stattdessen darauf hoffen, dass wir in den Umlandgemeinden anderen Wohnraum finden. Ich halte das angesichts der Prognosen, die wir gerade hier haben. Und wir alle wissen nicht, wie die Zahl sich entwickelt, aber es sind Prognosen, die aus den letzten Wochen heraus realistisch sind für den Moment. Angesichts dieser Prognosen halte ich es für wirklich nicht gut, wenn wir uns gegen diese Hotelplätze jetzt aussprechen. Und ich bitte darum, dass die Vorlage, so wie sie im Finanzausschuss beschlossen wurde, dann auch so jetzt hier mehrheitlich mitgetragen wird. Und ich möchte noch einmal sagen, das grundlegende Ziel ist, die Turnhallen frei zu kriegen. Die Turnhallen für den Vereinssport. Insofern, trotz Auszeit, bitte überlegen Sie, wie wir jetzt entscheiden. Vielen Dank, Frau Siebeneicher. Herr Laczynski ist jetzt dran. Nun, ich möchte nur kurz den inhaltlich vollkommen daneben liegenden Ausführungen von Herrn Schulte-Wissermann entgegnen. Es gibt insgesamt rund 10 Millionen Flüchtlinge in der Ukraine in der Hochzeit, die auf der Flucht waren. Davon waren 6,5 Millionen Binnenflüchtlinge.
Das ist keine Putin-Propaganda, das ist auch nicht irgendwelche AfD-Propaganda. Die Quelle davon ist das UNHCR. Ja, also ich glaube nicht, dass das Putin oder Russland untersteht. Also das müssen Sie bitte zur Kenntnis nehmen. Und danach kommt Polen mit 2,5 Millionen. Und danach kommt schon Ungarn mit 400.000 und auch selbst Russland mit 400.000. Russland hat auch 400.000 aufgenommen. Das müssen wir auch mit berücksichtigen. Also hören Sie jetzt bitte auf, mir so Mist zu unterstellen, ne, wenn Sie keine Ahnung haben, ganz ehrlich. Dann darf ich Herrn Kollegen Kühn um sein Wort bitten. Also, meine Damen und Herren, ja, es ist so, es gibt unterschiedliche Konditionen für die Hotels, die wir hier zur Anmietung vorschlagen, auch unterschiedliche Laufzeiten, wobei wir deutlich gemacht haben, dass wir Sonderkündigungsrechte verankern wollen in Verträgen, um, sollte sich, was leider im Moment nicht danach aussieht, die Situation der Ukraine ändern. Was auf alle Fälle teurer ist und nichts mit einer angestrebten adäquaten Unterbringung von Flüchtlingen zu tun hat, so wie Sie das in dem Beschluss von 2017 gefasst haben, wäre die Unterbringung in Containern und Zelten. Das ist nämlich noch teurer, wenn Sie sich angucken, was Zelte und Container im Markt derzeit kosten. Deshalb setzen wir eben erstens auf Wohnungen und zweitens auf die Hotelunterbringung und wollen auch, das ist schon mehrfach gesagt worden, die Schulturnhallen wieder eben für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung stellen. Zu den Konditionen vielleicht nochmal im Einzelnen. Auch jetzt die Zimmer, die die Hotelallianz zur Verfügung stellt, sind wir auch bei Preisen bis zu 60 Euro. Und bei den Wohnungen ist es so, dass wir eine starke Unterstützung von den Genossenschaften und von Novia haben und auch viele private Anbietungen von Wohnraum bis zu Ferienwohnungen. Allerdings ist es so, dass es ein Riesenaufwand ist, und das haben wir gestern im Finanzausschuss, denke ich, dargestellt, innerhalb von kürzester Zeit. Wir müssen in jede Wohnung mit der Bauaufsicht rein, wir müssen alle Wohnungen abnehmen, wir müssen sie renovieren, wir müssen sie vor allen Dingen möblieren. Das ist in der Kürze der Zeit schlicht und ergreifend nicht möglich. Also brauchen wir, wenn wir nicht Unterbringung in Turnhallen forcieren, werden wir diese Hotelkapazitäten brauchen. Und langfristig, mittelfristig, für die Debatte, ob was teuer ist oder nicht, sage ich Ihnen auch nochmal, deshalb müssen wir jetzt Standby-Kapazitäten schaffen. Ja, es ist richtig, die beiden Objekte, die wir vorschlagen, dafür wird es noch eine Bauvorlage geben müssen, ist ja keine Frage. Aber was wir jetzt brauchen, sind Planungsmittel. Sonst kann ich Ihnen keine Bauvorlage vorlegen für die Entscheidung, ob Sie diese Objekte für die dauerhafte Anmietung, Unterbringung von Geflüchteten nutzen wollen. Und bei der Blasewitzer Straße gehen wir davon aus, und das haben die bisherigen Untersuchungen gezeigt, dass wir dort die Altlastenproblematik bewältigen können. Für die Schule hatten wir eine wirtschaftlich Alternative, die günstiger war. Aber wir können nicht aus dem unendlichen Pool von Bestandsimmobilien schöpfen, um eine dauerhafte Standby-Kapazität entsprechend aufzubauen. Wenn wir jetzt hier nur den Beschluss bekommen, bitte macht uns eine Vorlage für die dauerhafte Unterbringung in diesen beiden genannten Objekten, aber keine Planungsmittel zur Verfügung steht, bleibt mir nur übrig, bei laufenden Projekten die Planungen abzuziehen. Das ist zum Beispiel das Waldpädagogische Zentrum, das ist der Kinder- und Jugendnotdienst, das ist zum Beispiel das Karl-Maria-von-Weber-Museum, das ist die technischen Sammlungen und so weiter und so fort. Insofern brauchen wir ein Budget, mit dem man arbeiten kann, um dann mittelfristig diese Kapazitäten zur Verfügung stellen zu können. Vielen Dank. Wir treten dann in eine beantragte kurze Auszeit und gehen dann in die punktweise Abstimmung der Änderungsanträge und des federführenden Ausschussberichts.
So, wir beenden damit die Auszeit. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag von Herrn Krüger. Namens meiner Fraktion beantrage ich, dass der Ausschussbericht Finanzen in den Punkten 2 und 4 zurückgestellt wird, alles andere entsprechend des Ausschussberichtes abgestimmt wird. Zwei und vier. Ich hadere gerade ein wenig mit der Formulierung zurückstellen, weil natürlich wenn ich den Ausschussbericht. Herr Lichti. Ich glaube, der Kollege Krüger meint mit dem Begriff zurückstellen vertagt auf die nächste Stadtratssitzung. Nee, das geht nicht, weil ich ja den Ausschussbericht zwar punktweise abstimmen kann, aber okay, die einzelnen Punkte rausvertagen aus dem Bericht und der Vorlage, das sehe ich nicht wirklich. Weil okay, dann machen wir die punktweise Abstimmung. Dann bitte ich 1, 3 und 5 gemeinsam abzustimmen. Ich empfehle dort zuzustimmen und den Punkt 2 und 4 auch extra abzustimmen. Da empfehle ich die Ablehnung, die bitte so zu verstehen ist. Ja, Moment, es ist sowieso punktweise. Es ist ohnehin punktweise Abstimmung über jeden Punkt beantragt. Das heißt, wir haben bei den Änderungsanträgen, den interfraktionellen, stimmen wir die Punkte 9 bis 11 ab und ansonsten die Punkte 1 bis 8 des federführenden Ausschusses berät. Einzelne Punkte können wir insofern nicht vertagen, weil mit dem Aufruf des Tagesordnungspunktes und der Abstimmung über den Ausschussbericht insgesamt ist dieser Tagesordnungspunkt quasi verbraucht. Die Teilvertagung funktioniert also an der Stelle nicht. Okay, gut. Dann rufe ich zunächst auf den interfraktionellen Änderungsantrag Bündnis 90 Grüne, Linke und SPD und hier zunächst den Punkt 9 und bitte hier um das Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 33 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen ohne Enthaltung eine Mehrheit gefunden. Ich rufe auf den Punkt 10 aus dem interfraktionellen Änderungsantrag und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 43 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen ohne Enthaltung eine Mehrheit gefunden. Und ich rufe auf den Punkt 11 aus dem interfraktionellen Änderungsantrag und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 33 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen ohne Enthaltung ebenfalls eine Mehrheit gefunden. Ich rufe dann auf den Ergänzungsantrag der AfD-Fraktion und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 10 Ja-Stimmen, 49 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. Wir kommen damit zu den 8 Punkten des federführenden Ausschussberichtes. Ich rufe zunächst den Punkt 1 auf und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem die Zustimmung erteilen.
Gegenstimmen? Enthaltungen? Dies hat bei 50 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Ich rufe den Punkt 2 aus dem federführenden Ausschussbericht auf. Bitte um Handzeichen, wenn Sie ihm zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dies hat bei 34 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Bitte um Ihr Handzeichen für den Punkt 3 des federführenden Ausschussberichts, wenn Sie ihm zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dies hat bei 49 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Ich bitte um Ihr Handzeichen für die Zustimmung zu Punkt 4 des federführenden Ausschussberichtes. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dies hat bei 41 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Ich bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem Punkt 5 des federführenden Ausschussberichtes zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dies hat bei 59 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme bei 3 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Ich bitte um Ihr Handzeichen für die Zustimmung zu Punkt 6 des federführenden Ausschussberichtes. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dies hat bei 45 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und 17 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Ich bitte um Abstimmung des Punktes 7 und Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem Punkt des federführenden Ausschussberichtes zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Hier ist eine Mehrheit von 49 Ja-Stimmen bei 10 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen erzielt. Und ich bitte schlussendlich um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem Beschluss Punkt 8 des federführenden Ausschussberichtes Ihre Zustimmung erteilen. Der wurde komplett geändert. Moment. In dem interfraktionellen Antrag geht es bei mir bei Punkt 9 los. Und 8 ist identisch sozusagen. Gut, dann dockt der Änderungsantrag nicht sachlogisch an dem Beschlusspunkt auf. Und insofern ist das überholt, der Beschlusspunkt 8 des federführenden Ausschussberichts durch den interfraktionellen Antrag. Wie gesagt, es ist nur nicht stimmig angedockt, aber es ist sachlich eben schon beschlossen worden und der Regelungscharakter ist damit verbraucht. Okay, vielen Dank. Damit sind wir mit der
Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt durch. Danke für die in diesem Punkt dann sehr konzentrierte Beratung. Danke allen, die mitgewirkt haben, diese Vorlage jetzt so auf den Weg zu bringen. Wir können davon ausgehen, dass wir uns natürlich regelmäßig an die weitere Entwicklung der Lage in die eine wie die andere Richtung anpassen müssen. Das heißt, das gewünschte Ergebnis eines langfristigen Vorbereitungsgangs werden wir nicht immer erreichen. Wir haben aber jetzt zunächst eine weitere Handlungsgrundlage. Für die Tagesordnung sind wir zwar nicht abschließend durch. Da es nach 22 Uhr ist, rufe ich aber keinen weiteren Punkt mehr auf und beende hiermit die Sitzung. Kommen Sie gut nach Hause.